Das Regio TV Plus für euch nochmal in Lausen, nachdem wir euch informiert haben, wie es hier an der Trampolinmeisterschaft der Kantonal zu und her gegangen ist, sind wir jetzt vor Ort, wo die Schweizer Meisterschaft ist. Bei mir ist der Thomas Ruttishauser. Thomas, erzähl mal, wie ist jetzt so ein Ablauf heute an so einem Wettkampftag? Wie geht das vor sich? Gibt es da Vorrunden? Gibt es Kür, Pflicht? Also es ist so, wir haben die Schweizer Meisterschaft an zwei Tagen. Das ist im Gegensatz zum letzten Wettkampf, der nur einen Tag gegangen ist, etwas ganz anderes. Jede Kategorie hat somit auch genug Zeit. Es ist ein Vorkampf, der aus zwei Übungen besteht. Zuerst Pflicht, sauber Element zeigen, dann noch der Kür, wo es mehrheitlich um Schwierigkeit geht. Und dann noch die Bestplatzierten, in der Regel 8. Oder wenn die Kategorie kleiner ist, dann ist mindestens zwischen 3 und 6, die im Finale kommen. Dort zeigen sie dann nochmal eine schöne Übung. Wie stark sind denn ihr jetzt vertreten von Liestel, vom Verein aus? Wie viel sind ihr? Wie viel hast du am Start? Also Liestel, dort gibt es ja auf der einen Seite den TV Liestel, der breitensportliches Trampolin anbietet. Und wir haben das NKL Liestel, das regionale Leistungszentrum ist. Und der TV Liestel ist mit 9 Athletinnen und Athleten an diesen zwei Tagen hier und wir sind es mit 24. Wie ist jetzt so der Druck? Ich denke, es sind doch noch viele junge Menschen um. Ich habe gesehen, man konzentriert sich. Es ist relativ ruhig in der Halle. Ist das vor allem eine mentale Sache, dass man das hinkriegt mit dieser Trampolinspringerei? Also mental ist ein sehr wichtiger Aspekt, auf jeden Fall. Und jetzt für unsere Athletinnen und Athleten, die natürlich wir noch selber das OK bilden, noch einmal. Eltern, die draußen arbeiten, die unterstützen und sie sollten sich eigentlich auf den Wettkampf konzentrieren, ist nicht für alle ganz einfach. So, und jetzt habe ich eine grosse Freude, ich habe bei mir die Schweizer Meisterin, das ist Sarah Hunziger. Sie hat gestern ein dramatisches Finale noch durchgezogen und jetzt habe ich mir das nicht nehmen lassen, mit der Sarah noch ein bisschen zu reden. Sarah, ich habe vorhin mit dem Thomas ein bisschen darüber geredet, was es an mentaler Stärke braucht. Wie ist jetzt das für dich, so das Konzentrieren vor? Die haben mitgekriegt, die haben da auch ein bisschen eine eigene Familiengeschichte, da dürfen, glaube ich, dürfen nicht mehr alle um dich herum sein. Ja, es dürfen einfach nicht wirklich die Personen, die mir nach sind, um mich herum sind, weil es mich auch ein bisschen nervös macht und mir ein bisschen Konzentration nimmt auch. Jetzt habe ich ja gesehen, es ist wie beim Skifahren ein bisschen. Man geht doch quasi den Kurs vorher durch, wenn man in sich hineingeht. Beschreib das mal. Also man hat seine Sprünge und vor der Übung tut man sie einfach durchgehen, damit man weiss, was man machen muss, dass man es richtig macht, sozusagen. Okay, und jetzt bist du zum dritten Mal Schweizer Meisterin geworden. Da ist viel Arbeit dahinter. Was bedeutet das, viel Arbeit? Wie viel Mal trainierst du in der Woche? Oder bist du so angefressen, dass du quasi schon aus dem Bett rauskommst? Nein, also ich trainiere 7 Mal in der Woche und 6 Mal in der Woche auf dem Gerät und 1 Mal nur Kraft. Ja, aber das ist ja ein wahnsinns Zeitaufwand. Ja, schon noch. Schon noch. Was hat dich denn so fasziniert? Was hat dich dazu gebracht, auf das tolle Sportgerät zu gehen? Also ich habe zuerst Kunststunden gemacht und das hat mir dann nicht mehr so gefallen und dann bin ich irgendwie einfach aufs Trampolin gekommen. Irgendwie einfach. Und wenn du jetzt müsstest all denen anderen da draußen im Fernsehen sagen, die müssen unbedingt kommen, wie würdest du sie einladen? Ja, es ist am Anfang auch ein bisschen Spass. Und dann kommt dann halt noch wirklich das Trainieren dran. Der Ehrgeiz dazu und das sagt die dreifache Schweizer Meisterin und ich bin überzeugt, sie wird auch gerade die 4. Meisterschaft nächstes Jahr auch wieder anpeilen, oder? Mal schauen. Also komm jetzt Gumpen, hier schnell. Gehen wir noch mal kurz auf den Wettkampf ein. Erzähl mal etwas über die Elemente. Wie ist das eingeteilt? Es geht ja, glaube ich, auch darum, dass man hier auf dem Kreuz landet. Aber man muss nicht unbedingt. Oder wie ist das? Also wir haben verschiedene Wertungen, die in das Endresultat einfließen. Wenn du jetzt vom Kreuz redest, dort geht es darum, die Wanderung auf dem Tuch. Möglichst im Zentrum sollte man landen. Und je weiter an den Rand raus, dass man kommt, je mehr Abzüge gibt es. Das Zweite, was einfließt, sind die Schwierigkeiten. Also jede Drehung, jede Salte, jede Schraube. Und je mehr du davon machst, gibt es eine höhere Schwierigkeit. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil ist dann noch die Haltung, also wie führst du es aus. Und je schöner dass du eine Übung hast, je gestreckter, je gespannter der Körper ist, je weniger Abzüge bekommst. Und das gibt dann schlussendlich die Endnote. Jetzt habe ich auch gesehen, am Rand wird für Sicherheit gesorgt. Wie gefährlich ist der Sport? Da sind immer mehrere Leute drumherum, die auch bereit sind, sofort mit der Matte zu unterstützen. Also ich würde es nicht als gefährlich bezeichnen, weil die Athletinnen und Athleten trainieren tagtäglich und sind sich das eigentlich gewöhnt und während dem Training steht niemand rundherum. Und somit sind sie sich gewöhnt, auf dem Tuch zu landen. Aber an einer Schweizer Meisterschaft wie hier, wo doch der Druck ein bisschen höher ist, dort ist das Reglement, das vorschreibt, dass sogenannte Sicherheitssteher rund um die Geräte herum sind.
Gut, noch zum Abschluss. Wie fängt man an mit Trampolin? Kommt man einfach zu euch? Gibt es eine Schnupperstunde oder wie funktioniert das? Ja, das kann man so sagen. Auf unserer Homepage www.nkl-liestal.ch. Dort kann man die Adresse vom Sekretariat entnehmen, kann um eine Schnupperstunde nachfragen und dann bieten wir das an. Allerdings, man fängt sehr früh bereits an, also 7, 8, allenfalls noch 9-jährig. Und sonst ist dann der Weg, wenn du in Leistungssport gehen willst, schon stark fortgeschritten und dann noch einen Quereinsteiger zu sein, das braucht schon sehr viel Talent. Super, also auf jeden Fall eine ganz tolle Sportart und ich hoffe, dass wir das eine oder andere von euch können für diesen tollen Sport begeistern können.